Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Der Inhalt dieses Videos sollte eigentlich in Form eines Newsletters an euch geschickt werden. Aus Gründen mache ich da jetzt ein Video draus und werde aber meinen vorgefertigten geschriebenen Text einfach für euch vorlesen, weil ich das so frei in dieser Form nicht machen kann, weil ich mir auch Gedanken ganz explizit darüber gemacht habe, was sage ich oder was schreibe ich, wie schreibe ich es und so weiter und so fort. Deswegen werde ich jetzt hier meinen Laptop nehmen und das für euch vorlesen. Warum es aktuell um Finde dein Mama Glück so ruhig ist und was die Zukunft bringt. Inhalte wie diese habe ich noch nie geteilt. Ich habe noch nie einen Post dazu geschrieben oder ein YouTube-Video gemacht. Obwohl ich vor allem in Videos oft schon sehr ehrlich war und euch tiefe Einblicke gegeben habe. Aber ich spreche selten über die Hintergründe meines Business. Das wird sich hiermit ändern. Es gibt ein paar Dinge, die ich mit euch teilen möchte. Ich habe mir Ende letzten Jahres endlich eingestanden, dass ich in einer Sackgasse stecke. Ich komme nicht vorwärts und zurück, aber auch nicht mehr. Und ich habe das zurück versucht. Anderthalb Jahre lang versuche ich nun schon wieder in ein Angestelltenverhältnis zu kommen. Ich möchte mehr Sicherheit und damit mehr Freiheit in meinem Kopf für meine Kreativität und meine Projekte. Erst am Montag habe ich wieder eine neue Absage bekommen. Und auch das Vorwärts habe ich jetzt seit 7 Jahren versucht. Und ich möchte nicht kleinreden, was ich in dieser Zeit alles geschafft habe. Ich habe mir aus meiner Elternzeit heraus, weil mir wegen Insolvenz gekündigt wurde, ein Business erschaffen. Ein Coaching-Angebot für Mamas. Geboren wurde das Ganze nicht aus der Not heraus, sondern aus einem tiefen Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun. Einen Job zu haben, der mich erfüllt und der andere Menschen positiv beeinflusst. Ich habe geliebt, was ich tat. Ich habe bei Null angefangen und mir alles aneignen müssen. Von Coaching-Skills über Marketing bis hin zu technischen Aspekten. Ich habe aktuell 8 Online- und Audiokurse im Angebot. Ich habe über die Jahre verschiedene Abschlüsse gemacht und mehr als 100 Frauen auch im 1:1 begleitet. Was mich dabei immer vorangetrieben hat, war mein tiefer Wunsch, andere Frauen von meinem Schicksal zu bewahren. Du musst nicht erst in eine Depression oder ein Burnout rutschen, um zu erkennen, dass du gut für dich sorgen musst. Um zu erkennen, dass deine Seele Heilung und dein Alltag mehr Ruhe und Entspannung braucht. Aber im Arbeitsalltag lebte ich immer weniger diese Essenz. 70% meiner Arbeitszeit drehte sich um Marketing, Launchstrategien, Klickzahlen, Technik, Chaos. Denn, Überraschung, ich kann meine Arbeit noch so sehr lieben, aber wenn sie mich und meine Kinder nicht ernährt, kann ich niemandem mehr helfen. Und ich wurde immer frustrierter und verlor den Spaß an meiner täglichen Arbeit. Es erfüllte mich nicht, Marketing zu betreiben, Strategien zu lernen und umzusetzen. Die eigentliche Arbeit mit Müttern, mein Wunsch, so viele Frauen wie möglich zu sensibilisieren für Themen wie Selbstliebe, Selfcare, Meditation, Heilung alter innerer Verletzungen, trat so stark in den Hintergrund. Ich kann diese Arbeit nicht leisten, wenn ich vordergründig immer schauen muss, wo der nächste Verkauf herkommt, wie ich meine Reichweite steigere. Also habe ich schon im Dezember 2023 den ersten kleinen Cut gemacht. Ich war auf persönlicher Ebene in meiner Rolle als Mama so gefordert und so unzufrieden, dass ich alle Businesspläne für den Rest des Jahres, was eine unglaublich wichtige Verkaufszeit eigentlich ist, strich und mir mehr Freiraum für mich nahm. Und ich weitete das Ganze mit Start des neuen Jahres noch mehr aus. Das Credo meines aktuellen Alltags lautet, ich tue nur das, was mich erfüllt. Natürlich mit Ausnahmen wie Fensterputzen und Steuerbums erledigen.
Ich lasse mein Bauchgefühl alles entscheiden. Will ich Tee oder Chorwach? Fahre ich nach rechts oder links? Mache ich heute ein Reel? Nehme ich jetzt dieses Video auf? Und ich möchte das so lange durchziehen, bis ich tatsächlich einen echten Plan habe, wie es mit mir in dieser Arbeitswelt weitergeht. Ich schreibe diese lange, lange Nachricht an euch, um euch zu erklären, was hier los ist, um euch wissen zu lassen, was im Hintergrund passiert, um euch zu sagen, ich bin noch da. Meine Mission hat sich nicht verändert. Ich will immer noch das Gleiche wie vor 7 Jahren, Mamas unterstützen. Vielleicht nur noch nebenberuflich, vielleicht nur noch als eine Art Hobby. Vielleicht mit einem Unternehmen, das Millionen Umsätze macht. Ich weiß es noch nicht, aber ich bin immer noch an eurer Seite. Auf YouTube passiert gerade wieder echt viel, weil mir das gerade echt Spaß macht und ich den Austausch mit euch dort sehr mag. Meine Kurse stehen euch immer zur Verfügung. Ich lasse keine Nachricht mit Bitte um Rat und Unterstützung unbeantwortet. Wenn ihr mein Wirken unterstützen möchtet, könnt ihr das auf unterschiedlichen Wegen tun. Wenn sich eine der Optionen gut für euch anfühlt, freue ich mich über jegliche Form des Supports. Wenn nicht, ist das auch völlig fein. Schreibt mir gerne eure positiven Veränderungen, positive Erfahrungen durch mein Wirken. Nutzt dazu gerne Instagram oder die unten verlinkte E-Mail-Adresse. Werdet Abonnent meines YouTube-Kanals und supportet dort gerne durch Likes, Kommentare und Weiterempfehlungen. Über meinen PayPal-Spendenlink, den ihr auch unten in der Infobox findet, könnt ihr meinen Wirkungstopf füllen und weiteren kostenlosen Content möglich machen. Meine Online- und Audiokurse sind jederzeit für euch verfügbar und unterstützen euch von Tag 1 an, euch das Mama-Leben zu kreieren, das euch erfüllt und glücklich macht. Auch diese findet ihr alle verlinkt unter diesem Video in der Infobox. Ich danke euch von Herzen, eure Julia.